Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Tech-Kanal. Es geht weiter mit diesem neuen Unboxing-Video, beziehungsweise ein Video, wo jetzt etwas nicht von einer Box hier ausgepackt wird, sondern von so einer Plastikfolie. Wir haben hier eine Reihe von Bitfenix Alchemy gesleevte Kabeln. Und zwar haben wir hier folgende: zweimal für Grafikkarte, also ein 6 plus 2 Pin Steckplatz, Stecker. Ein ATX 24-Pin Verlängerungskabel. Es sind übrigens alle Verlängerungskabel, keine Kabel an sich. Also da kommen die ganzen Kabel vom Netzteil noch ran. Und ja, 24-Pin und hier nochmal, das ist 8-Pin-Stecker fürs das vom Mainboard, also für die Stromversorgung des Mainboards dienen soll. Ja, vier Kabeln. Und hier nochmal ein paar Sachen auch noch. Also das sind Kabelkamm. Also hier haben wir 24-Pin-Kabelkamm. Hier ein 8er und hier ein 6er. Das ist halt dazu, damit das Ganze ordentlich drin dann aussieht im Gehäuse. Ja, habe ich auch gekauft. Alles cool. Das Ganze ist so übrigens in Schneeweiß sozusagen von Bitfenix. Und hier hat man auch die Länge zur Information zur Länge 30, 45, 45 und nochmal 45 Zentimeter. Und dies möchte ich auch so mal hier auspacken. Also ich packe hier einmal die Grafikkarte mal aus für die Grafikkarte. Das geht ganz einfach, muss man hier einfach dann nur so rausreißen. Und dann hat man das Kabel auch eigentlich schon draußen. Genau hier. Der Steckplatz bisschen schärfer, genau hier sieht man es dann. Also den 8-Pin bzw. 6-Pin, kann je nach Grafikkarte plus 2 8-Pin. Genau, und hier der Steckplatz, das also quasi vom Netzteil dann kommen soll. Also das Kabel, was vom Netzteil dann kommt. Genau, hier haben wir es: den 8-Pin-Stecker und ja, was haben wir noch? Das brauche ich nicht nochmal auszupacken, das ist dasselbe. Hier haben wir nochmal den 24-Pin-Stecker. So, der 24-Pin-Stecker hat eine Länge von 30 cm, also auch ausreichend. Und wir sehen auch hier nochmal den Verlängerungsbereich, was vom Netzteil kommt. Und hier was in den Mainboard sozusagen reingeht. Und diesen Bereich, was ab hier sozusagen nach draußen geht, lasst man hinten am Kabelmanagement stehen, sonst hat das Ganze ja keinen Sinn. Weshalb hat man sonst die weiße Kabeln gekauft. So, 24-Pin-Stecker, viel gibt es nicht zu zeigen. Ist halt in weiß gehalten. Gibt es auch natürlich andere Farben davon. Das wollten wir nicht. Hier haben wir noch den 8-Pin Stecker für die Mainboard-Stromversorgung auch noch mal zu zeigen vor der Kamera. Genau, der 8-Pin und hier noch mal die Rückseite für die Verlängerung. Genau, das haben wir dann auch. Wir haben hier alle Kabeln ausgepackt, beziehungsweise eine ausgelassen, weil das dasselbe ist für die Grafikkarte. Des Weiteren haben wir hier noch andere Kabel. Also, beziehungsweise Kabelkamm haben wir hier. Braucht man wirklich nicht viel zu zeigen, das ist halt einfach so. Genau, sieht man jetzt auch ganz deutlich hier. Ist halt ein 8-Pin hier. Es gibt die auch hier, was ich noch habe, in 6-Pin, in 24-Pin und so weiter. Halt in verschiedene Größen, Längen, verschiedenen Farben und so, ja. Mehr ist eigentlich hier nicht zu zeigen. Ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch hier gefallen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme, Hemi und der Kanal. Auf Wiedersehen.